Action in Erkner. Mikes neue Abenteuer an der Dampferanlegestelle. Gefangen im Strudel seiner vorwitzigen Gelassenheit erzürnte Mike ein Konglomerat aus bisher verloren geglaubter Selbstüberschätzung und der mithin voreilig in Anspruch genommenen Tragik des Verwerflichen. Manchmal, wenn ich hier so sitzen tue, denke ich, naja, da sitzt du hier am Steg und denkst vor dir hin. Atemlos saß Mike hin und her und wusste weder ein noch zwei. Wenn der Captain nachher wieder mit seinem Dampfer kommt, könnte ich ihn ja voll eine Fresse hauen. Aber der hat mir ja nicht getan. Wie gelähmt und im Würgegriff der Verzweiflung sich windend, entschied sich Mike, sitzen zu bleiben. Oh ja, mach ich eben die 8. Klasse zweimal. Was soll's? Die Situation schien ausweglos. Noch während Mike der Gefahr strotzte, Opfer einer seit Jahren verdrängten Lebenslüge zu werden, erschien am Horizont ein Flugzeugträger. Ah, Keuler, was hast du denn heute für ein Modell? Ne IL-62. Mit Fernsteuerung? Ja, und mit Cockpit-Brezeln. Was hast du denn für einen Maßstab? Na hier, so ein Zollstock. Psyker. Ist mein dritter. Dritter Zollstock? Hm. Sind denn die Zollhäuschen hier sonst Parterre? Ja, aber nur alle. Wird es Mike gelingen, in der vermeintlichen Idylle das Zerrbild einer dem Untergang geweihten Gesellschaft zu erkennen? Kann ein Torero Handstand und wann beschneidet man Obstbäume? Hat der Flugzeugträger auch Hubschrauber? Klar, hier, kick, einfach aufdrücken. Mehr dazu, wenn es wieder heißt Action in Erkner. Mikes neue Abenteuer an der Dampferanlegestelle.